Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Two Souls. Wir gehen mal ein paar Strohballen holen. Wir sind hier in Navajo. Und ja, wir bleiben jetzt hier ein bisschen shoppen. Also uns bleibt ja wenig anders über, weil wir ja ein bisschen verfolgt werden und so. Deswegen passt schon. Okay, ich glaube, wir müssen dann mit unseren Freunden, oder? Der hilft er uns doch. Sachte, Aiden. Nur ein Ballen, nicht den ganzen verdammten Heuhaufen. Dann bist du so ange und jetzt farm diesen vielfältig. Ja, es wird sogar noch spannender. Heilige Scheiße. Wahnsinn. Die ist bestimmt 40 oder 50 Jahre alt. Jody interessiert sich so für Mopeds und so. Bringen wir mal unser Stroh rüber. Ach, Jodie, nicht stolpern. Ach ja. Hey Jody, Lunch? Okay, ich mach das hier nur schnell fertig. So. Ja, wir sind hier. Also wirklich, hier gibt es viele Themen. Es wird jetzt dann auch. Es gibt jetzt dann recht ethische Fragen, sagen wir es einfach mal so. Pack's irgendwo hin. Danke, Johnny. Zeit zum Essen. Essen gibt's bei den Jungs, wenn du willst. Kommst du auch? Nachher. Ich habe hier noch zu tun. Okay, na dann. Okay, dann schauen wir mal zu den anderen rüber. Sehr. Es wird noch tiefgründiger und so. Wir haben jetzt, sagen wir mal, einfach so den Anfang mal fertig und jetzt beginnt gerade erst so das Setz dich richtige doch. Spiel. Danke. Ist das wahr, dass deine Großmutter nicht spricht? Schon seit Jahren? Ja. Mein Vater sagt, sie redet kein Wort, seit meine Uroma damals gestorben ist. Das sind bald 30 Jahre. Oh. Ihr habt wirklich viel Arbeit auf der Ranch. Wow, du hast bisher Wasser geholt und einen Heuball. Ich hab die Churros und mein Vater macht ziemlich den ganzen Rest. Was waren das für Geräusche heute Nacht? Da war dieser Lärm wie ein Hämmern am Haus. Das ist nur der Wind. Er macht seltsame Geräusche hier draußen. Da waren tote Schafe. Was ist denn da passiert? Der Sturm. Sie laufen aus dem Pferch und ersticken dann am Sand. Stellst du immer so viele Fragen? Wenn ich eine Sache nicht kapiere, ja. Ja? Wie wär's, wenn ich dich mal was frage? Etwa, wo du herkommst, was du hier draußen willst. Wird dir nicht so gefallen, ha? Huh? Also behalte deinen Scheiß für dich und hör auf mit den blöden Fragen. Entschuldigt mich, ich muss arbeiten. Okay. Der scheint nicht so amused. Der meint's nicht so. Er ist okay, wenn er sich abregt. Ja, bestimmt. Tja, ich schätze, ich mache lieber weiter. Sonst dreht Bar durch. Wir sehen uns. Vor allem, wo ist denn ihre Mutter hin? Oh, na toll, Jody. Wo gehen wir denn hin? Mal sehen, was Jay macht. Blöder Sturkopf. Nie will er mit den anderen mit. Darf ich's mal probieren? Kennst du dich mit Pferden aus? Nö.
Nein. Geh ruhig rein. Dein Name ist Ashti. Okay, auf zu Ashti. Du bändigen das Pferdzell. Ich und Pferde, keine gute Idee. Hey, Ashti. Hab keine Angst, ich komme jetzt rüber zu dir, okay? Okay, ich glaube, es fühlt sich bedroht. Okay, wir können es nicht übernehmen. Nein, Aiden. Das müssen wir zwei allein. Ja, sowas vermute ich, was passieren könnte. Man muss es wahrscheinlich einfach nur öfter versuchen. Alter, es schert schon so die Hufe. Es geht völlig wieder in Dreck. Ich muss vielleicht nicht so von vorne zugehen. Ich kann nur von der Richtung gehen. Weil immer wieder ein Achterfahren stimmt was nicht. Die Tiere haben irgendwas. Ja. Ja, ja. Wir machen das mal langsam. Ah. Das war die Lösung, langsam. Bist du Ashti? Gar nicht so übel, oder? Also ich vermute mal, der Heini, wo heute früh in unserem Zimmer stand, der ist real. Du magst mich eigentlich, oder? Hey, Aiden. Wolltest du schon mal reiten gehen? Reiten? Bring ihn auf die Koppel. So will sie, dass sie ihn vertraut. Bis in die Koppel. Ich glaube, eine Koppel war sowas Auslaufmäßiges. Wie hast du das gemacht? Zauberei. Alle voller Rätsel. Ich hab dich wohl falsch eingeschätzt. Flirtet er mit dir? Wenn du dich duschen willst, schau mal hinter der Scheune. It is first. Kein Problem für mich. Ey, cool, wir können uns duschen. Richtig geil. Nachdem wir bei irgendeinem Pferd waren und ein paar Mal in den Dreck gelandet sind. Ich werde jetzt gleich... Es ist wirklich so, als wenn der Sky wieder Mr. Maskman auftaucht. Ach, das soll eine Dusche sein. Ich dachte, ich muss hinter dem Wasserturm. Es ist dunkel. Ich wette, es kommt wieder Mr. Maskman. Ich habe richtig Angst. Ich warte jetzt nur auch wieder auf so einen Jumpscare. Ich habe Angst, dass ich einen Controller loswerfe. Ey, die haben sogar Shampoo. Ich wette, das dreht sich gerade so und das ist ein ruhiger Moment. Das ist bestimmt nicht Mr. Maskman. Ich kann da nicht hinschauen. Ich habe Angst. Kann ich irgendwie aufhören zu duschen? Ich schaue in den Chat. Ihr beruhigt mich. Nein, wenn ich in den Chat schaue, sehe ich ja das auch. Oh Gott, jetzt kommt er wieder. Ja, da ist er, der Mr. Maskman. Krone. Also ich habe keine Ahnung, was... Dann rannte der Typ weg und wisst ihr was? Er wurde nie wieder gesehen. Oh Gott, ich merke es mal vibrieren. Guten Abend zusammen, Hallöchen. Es ist Zeit fürs Bett.
Was passiert hier? Warum verriegeln wir das ganze Haus? Geh einfach in dein Zimmer, Jodie. Und komm nicht raus, egal was passiert. Erinnerst du dich an die Schafe? Ich will nicht, dass dir was zustößt. Okay. Ach, um Gottes Willen, Paul. Was geht hier vor sich? Jetzt geh in dein Zimmer. Du kannst gar nichts tun. Ich möchte halt echt nicht nach draußen gehen. Wir gehen wirklich in mein Zimmer, beziehungsweise wir schauen noch hier unseren unsichtbaren fliegenden Freund. Ich fände es auch voll cool, im Duo zu spielen. Ich höre halt wirklich Geräusche und ich habe Angst. Nein, warum? Ich will nicht. Ich will auch nur mein Zimmer. Es ist nicht in Ordnung. Ich habe Angst vor Mr. Maskman. Ich habe halt Angst. Der wird doch da stehen. Ich kann das dann natürlich nicht so gut. Ich habe Angst, Leute. Ich habe richtige Angst. Alter, die geht da komplett raus. Ich dachte, die schaut da jetzt einmal raus und Schluss ist, aber nein! Das ist mega der Sturm. Oh Gott, ich muss sie bewegen. Ich will das nicht. Ich habe panische Angst. Das Spiel ist nichts für mich, das ist ab 16. Warum Spiel ab 0 und das ist mir wahrscheinlich noch zu creepy? Wo soll ich denn hingehen? Ich will da gerade nirgends hingehen. Irgendwas mit Mr. Oh, da ist ein riesengroßer Sandsturm hinter dem Haus. Alter. Okay, ich gehe mal hinter dem Fels, weil ich hinter den gehen kann. Alter, da ist ein riesengroßes Monster. Das sind irgendwelche Krieger. Und die greifen das Haus an. Ich glaube, ich weiß, was die Schafe getötet hat. Alter, what the fuck? Ja, das Kapitel ist mir gut. Ah. Okay, Mr. Sandsturm ist hinter ihr her. War das gerade Hand? Unten? Warum geht sie auch nach draußen? Sie ist so ein bisschen selber schuld. Alter, es ist ein einziges Vibrieren im Controller. Bitte sei gleich einfach im Haus und hier passiert nichts. Jodie ist manchmal echt doof. Ich wollte nicht rausgehen, fürs Protokoll, ich wollte nicht rausgehen. Okay, Schutzschicht. Okay, irgendwelche Kriegerränder rum. Oh mein Gott.
Oh mein fucking Gott. Was ist das? Jodie! Jodie, ich sagte doch, bleib im Zimmer. Du könntest tot sein. Was ist hier los? Was war das für ein Ding? Du hättest auf mich hören sollen. Und im Zimmer bleiben. Jetzt sag mir die Wahrheit. Sag mir endlich, was hier los ist. Ein Boxershort steht in die Tür. Er will Blut. Nichts anderes interessiert ihn. Wir können nichts dagegen tun. Bei Geistern sind wir machtlos. Böse Geister scheuen diese Welt. Wenn er hier ist, hat das einen Grund. Okay. Sie weiß mehr als über Geister als jemand anders. Wir machen diese Stellen Cut und sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye, wir und so. Bis dann. Bye.